Yay! Jawohl. Jawohl. Gibt's noch eine Vorbereitung? Hier Platin. Ja, noch eine. Jawohl. Ach Mann, schon wieder Pause. Da müssen wir ja, okay, Hitman spielen. Hm? Ja, so. Rang 91. 94. Nicht 94, 84. 14. Ne, wir müssen jetzt irgendwie so einen Anwalt ausschalten und noch so einen Typ bei einer Villa. Ach, das. Ich war noch nie bei der Villa übrigens. Dann kannst du ja jetzt dahin. Ich mache am besten mit David das am Rathaus. Okay. Woran denkt ihr als erstes bei der Zahl 14? Kleine Kinder. Dein Rang. Nein, ich habe Formel 1 Fans hätte ich. Ja, ich hatte erst an Alonso gedacht. Ja. Siehst du mal, das ist schon so perplex, ne? Ich kann mich nicht bewegen irgendwie. Schwarzer Bildschirm noch. Das ist ein Problem, was viele Gamer haben. Mein Handy geht auch nicht aus. Irgendwie ist das gerade. Dein Handy geht auch nicht? Hey, alle in meiner Bude. Ein bisschen Rotwein saufen. Und David ist wieder im Passivmodus hier. Immer in so einer komischen Geistgestalt, ne? Ist auch gut, ich bin am Fernsehen, aber der Fernseher ist auch. Hey, ich bin schon wieder in einer anderen Session gelandet. Was ist das für Scheiße? Bon rauchen. Hä? Jetzt ist mein Bildschirm schwarz. Schon wieder Ladebildschirm. Was ist denn jetzt los? Oh. Ach, ich kann in deine Garage gucken. Was zur Hölle? Überwachungsbildschirm hast du jetzt. Ah. Cool. Da stand gerade Haupttür 14. Einer bekifft sich gerade. Hab ich gehört, hast gut gehustet. Das war jemand anderes. Nein, das war jetzt nur Atmosound. Ja, gönnt er sich halt nochmal, ne? Keine Ahnung, das hat bei mir voll geglitscht. Grüner Saft. Auf Ex. Jetzt hat er gehustet. Wie verbessert man eigentlich seine Stats? Einfach nur durch Level-Ups, oder? Nee, du musst das auch schon machen. Also fahren am besten durch Wheelies mit Motorrad, geht ganz flott. Dann, ja, schießen, einfach schießen, ne? Musst du halt die Leute treffen, ne? Und fliegen, gute Landungen hinmachen. Also gute Landungen bringen auch recht viel, also habe ich dann schnell hochgelevelt. Und fliegen, bringt es auch was? Ja gut, wenn du halt fliegen willst, ne? Ist dann schon vorteilhaft, wenn du die Turbulenzen Stats bringen besser. Ja auch wieder überhaupt nichts. Welche Stats? Ja, diese Online-Stats. Naja. Alles nur, damit man GTA lange spielt. Ey, cool. Ich konnte dir entweder beitreten oder ich bin einfach hier reingekommen. Ja, das ist... Ist gut gemacht. So, das ist jetzt eh wieder eine Cutscene. Wer ist er überhaupt? Der Typ, der da jetzt... Raschkowski, ja. Das ist so eine Story, die nicht so wichtig ist. Ah, okay. Nice hack got on car. Good work, people. Great job. Nice, we're still in business. Very well done. All of you, very, very non-incriminating. Yes, that's the word I'm looking for. Bei mir läuft der Fernseher, also in-game, im Hintergrund. Ich höre gerade, wie so ein Football-Match oder so abläuft. Ja, ich höre es auch. What is wrong with me, you know? Ich höre nichts. For a criminal. So, before we remove Professor Raschkowski from his unwelcome stay in prison, we've got to... Noch eine Vorbereitung, ne? Ja. Boom. Also, wenn man es so will, dann hätte es auch eigentlich so sein können, einer klaut das Flugzeug und währenddessen macht man die anderen Aufgaben. Nein. Das wäre ja zu einfach. GTA-Logik. Einer klaut das Auto, einer macht Polizei, einer klaut das Flugzeug. Aber nein.
extremely horrible. Don't cry for this guy. No one else will. He's renting a place up in Richmond Glen. Just him. And a huge security team. Get close to him. Was passiert, wenn wir den Gefängnistransporter mit dem Raketenwerfer abknallen? Bestimmt fehlgeschlagen. Ja. Schade. Aber fehlgeschlagen ist nicht schlimm. Nur tot ist kacke. Ach echt? Fehlgeschlagen zählt nicht? Ja. Wie gesagt. Das ist... Aber man stirbt eher, als dass man fehlgeschlagen hat. So, Rathaus-Team. Willst du das haben, David? Ich weiß nicht, was macht man denn wo? Ist ja eigentlich egal, also Billa ist halt ziemlich billig. Steht oben, die Hälfte des Teams muss vor dem Rathaus ein paar Anwälte ausschalten. Okay, das kann ich gut. Solange es still und heimlich. Ja, bei der Villa gehst du einfach hin und knallst den Dude ab und das ist nicht mehr. So. Okay. Jetzt müsste halt nur noch der Daniel rüber. Achso, Moment. Daniel, geh bitte weg. Mensch, kann man im Rumor sitzen bleiben? Markus. Nee, also du kannst den halt da parken dann, aber du musst du schon aussnipen, du musst da oben stehen bleiben irgendwie. Okay, ja, ich hab's halt noch nie gespielt, keine Ahnung. Das war einfach bitter, wenn. Ach so, bei euch in der Villa, da hab ich keine Ahnung, das hab ich auch noch nie gespielt. Das wäre einfach total bitter, wenn irgendjemand einfach beim Überqueren der Straße überfahren wird und stirbt. Alter, ich wurde schon so oft hier überfahren, aber bin zum Glück noch nie gestorben. Deshalb immer links, rechts, links gucken. Oh Gott, David. Das hat mich gerade richtig erschreckt. Die Anrede gefällt mir. Oh Gott, David. Ja, das ist die Anrede, also. Oh Mann. Kannst du bitte, wenn du eine Personengruppe siehst, langsam ranfahren? Beim nächsten Mal. Brennende Fackeln dann. Das macht fast so viel Spaß, wie in Dark Souls Pyromant zu spielen. So. Gib dich zum Aussicht. Markus, wir müssen dahin. Ist das die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Alter, wenn du mich jetzt abgefackelt hättest. Nein, hier ist Patrick. Was passiert, wenn ich in die Pfütze schieße? Nix, oder? Kaduf? Ist einfach weggeflogen. Weg ja, wir können hier schon ein paar Snipen. Ja. Ach, eine Maske aufsetzen. Na, ja, habe ich gemacht, während ich die Leiter bestiegen habe. Nicht so wichtig irgendwie. Ja. Ach, wir brauchen eine Sniper. Ah, ich habe sogar mit Schalldämpfer eine. Pam. Müssen wir den nur aussnipen oder was? Guck mal, hier mit Gold, ne? Ja, wir können den aussnipen. Kann ich es nicht mit dem Raketenwerfer machen? Nee, wir müssen warten, bis die zwei ausgestiegen sind. Och, Mann. Und dann mit dem Raketenwerfer. Nein, wir müssen die Akten holen. Pass auf, sonst merkt nichts noch. Nö, hat einen Schalldämpfer, keine Sorge. Warte. Also, ja, die haben es doch gemerkt. Alter. Da ist noch einer. Echt? Wisst ihr, die haben es gemerkt. So. Krass. Jetzt gehen wir wieder in Kuruma zurück. Der kommt jetzt, warte. Tut mir leid, ne? Ja, Rente. Aber so wird's lustiger. Ich laufe mit dem Baseballschläger runter. Ah. Kann ich auch runterspringen? Ne? Ja, ne? Nee, warte mal. Doch. War kein Ding. So. Kein Ding. Rein. Achso, aber rum. Hier. Oh. Das meinte ich, Alter. Ich hab gar kein Leben verloren. Ich hab keine Waffe mit Schalldämpfer. Ich fahr mit dem Kuruma hin. Ey, warte. Was machen wir jetzt, Markus? Die Cops ausschalten, bis wir zu den Akten kommen. Ich glaube wohl nicht, dass du mit dem Kuruma da reinkommst. Also komplett rein. Der hockt hinten irgendwo auf der Veranda. Ja, das geht nicht. Da ist ein Typ in der Tür. Warte, ja, mal rausgeguckt worden. Der fährt einfach so gewaltforciert. Der fährt unten lang. Ey, wie ist der schon abgehauen? Ja, da fährt er irgendwie die Straße lang. Ja, wahrscheinlich haben wir ihn doch irgendwie alarmiert. Ich hol die Unterlage. Ach, okay, mach du. Alter! Okay, das war bedenklich. Ich fahr mal. Wollen wir nicht auf der anderen Seite? Ja, genau so. Ah, da kommt ein Heli. Und da vorne, ja, da muss ich jetzt durchfahren. Aber ich nehme wieder die Standardfluchtroute.
Nice. Ich signalisiere, wo wir sind. Ja, das war's auch schon. Ja. Alter! Wisst ihr, wo die Villa ist? Ja. Ist die Villa weit entfernt von uns? Weil, wieso Villa? Wir waren doch in der Villa. Achso, das ist die Beziehung von der anderen Ja. Also ich frag nur, wo die Villa ist, weil ich wissen will, ob ihr meine Leuchtpistolenschüsse eventuell gesehen hättet. Nee, die reichen nicht so weit. Die reichen nur so... Beschäftigt. ...halben Kilometer maximal. Alter, das sah nice aus. Ja, man, das ist eine richtig coole Kurve geflogen. Oh nein, die eine ist hängen geblieben. Genau wie GTA 5 manchmal. Ach nein. Oh Mann. Wow. Ich Alter, glaub, das sieht richtig cool aus, oder? Ja, ich glaube, ich kann ihn durchgehen. Ich habe keine Munition mehr. In Kuruma kann man seine Schinkendinger nicht aushalten. Muss mal in die Ego gehen. Siehst du es? Ja, so langweilig. Ach, Mann. Der Leuchtpistolen-Simulator. Daraus könnte man ein cooles Beat-Game machen, so ein Musikspiel. Ah. Ups. Oh, Alter. Nein, Spaß. Hier geht's mal hoch. Das passt schon. Nice. Oh, vielleicht kommen wir noch vor den beiden an. Ey, wir sind schon ewig. Wir sind schon fertig, genau. Och, Mann. Egal, vielleicht kommen wir vor den beiden im Apartment an. Nein. Warum fährst du so einen Umweg? Da kann man nicht durchfahren. Ja, du fährst immer noch rum. Ah, nee, doch nicht. Oder? Hätte ich jetzt einen von den beiden getroffen, das wäre gut gewesen. Ey Leute, wir dürfen nicht sterben, ne? Ah, jetzt nimmst du das ernst, okay. Natürlich, ich nehme immer alles ernst. Aber vorhin beim Flugzeug, wir bringen uns alle um, ja. Wir haben absichtlich aneinander vorbeigeschossen. Na, und der Daniel wäre trotzdem fast in meinen Schuss reingesprungen. Was? Ich wollte gerade mit dem Raketenwerfer schießen und dann bist du reingesprungen. Ey, ich bin bei euch in der Session gelandet, nice. Yes! Ja, ist noch nicht zu Ende. Ach, das stimmt. Ja. Bei mir auch nicht. Da wird schon wieder Bronze. Ja, ich krieg halt auch die Aufgaben, wo man nichts machen muss. Ja, gut. Und ich krieg halt immer den Markus, der schon 200 Level über mir ist, gefühlt. Studierst VWL und kannst nicht rechnen, oder was? Nö, ich studiere kein VWL. Was studierst du? Alles. Alles, okay. Du studierst Gott, okay. Ich studiere, also wie K1, ich studiere, du studierst Mathe, ich studiere, egal. Richtig schlecht, ein dunkles Kapitel. Ein dunkles Kapitel. Eine Kapitel, zwei Kapitel, drei Kapitel. Hallo SpongeBob. Hallo SpongeBob. Okay, ich bin doch nicht bei euch in der Session. Mensch, Daniel. Das ist behindert. Ich glaube, das liegt an deiner Grafikkarte. Forever alone. Mein Helm ist gerade weggeflogen, als ich den Mist gegen habe. Jetzt müssen wir mal überlegen, wer welche Rollen übernimmt. Ich habe immer noch Ladebildschirm. Ich will rollen. Nein, also David fliegen, das ist schon mal ausgeschlossen. Nichts gegen dich persönlich, ne? Aber du meintest ja selber. Scheiße beim Fliegen. Zwei Leute, die Also häufig sind Fliegen an Scheiße und nicht Scheiße an Fliegen. Oh. Nee, dann würde ich das am besten so machen. Also entweder spiele ich ja gut. Oh, Fame or Shame läuft, Leute. Oh nee. Ich sauf zumindest hier ein bisschen. Sonst hält man das ja nicht aus. Kann ich hier irgendwas reinschmeißen oder so? Ey, Tracy the Center, warte. G-Mail. Moment, sehen wir jetzt gleich, wie der Vater reinkommt oder so? Oder? Nee, das wird. Das war doch eine Dings in der Story. Ja, ja. Ey!
Es gibt noch zwei Leute, die in den Knast gehen. Dann einer, der das Flugzeug fliegt, und was macht der andere? Nee, es gibt mehrere Rollen. Also, es gibt zwei Leute, die reingehen, einer fliegt ein Heli und einer fliegt das Flugzeug. So Heli, glaubst du. Ja, bei wem sind wir jetzt denn, bitte? Da kann man bei den Leuten zugucken. Tatsache. Jetzt schalt zurück zu Fame or Shame, Mann. Oh Mann. Ich seh die Garage und bei mir leckt das voll. Ja. Eine Kiste. Zu Recht. Hast du dir verdient. Ansage. Drill them all. Weasel News. So, ich habe keine Ahnung, was also. Gehen wir mal schrittweise vor. David wird schon mal nichts fliegen. Also sollte er zumindest schon mal den Job des Wärters übernehmen, weil da hat er wenigstens Waffen. Ja, aber er hat also noch keine guten Waffen. Also daher ist es besser, wenn er der andere wäre. Stimmt, ja. Dann ist David schon mal der, ja, das Inmate-Opfer, ne? Der Heli-Flieger, oder? Das ist noch das Einfachste. Ja, der muss halt den alle beschützen danach noch, ne? Da muss, also muss nicht. Wir können uns ja auch beschützen. Ohne Scheiß, Heli fliegen ist das, was ich am wenigsten kann. Flugzeug geht, ja. Flugzeug wird aber knifflig am Ende. Ja. Also ja, dann macht er Inmate. Ja. So, also schwer haben wir schon mal. Was ist ein Inmate? Du bist einfach der Häftling, der eingeschleust wird, aber du hast halt keine Waffen. Wow. Also du kriegst aber Welte dann von dem Wächter. Das kannst du aber vorher noch fallen lassen. Also bevor ihr praktisch mit dem Bus dahin fahrt, könnt ihr vorher Waffen fallen lassen. Und genügend Munition halt. Was mache ich? Ich habe bisher nur Inmate gemacht, oder? Also ich bin noch nie also keine Ahnung, ich habe schon alles durch. Kannst du Heli fliegen? Ja. Gut genug. Sollte reichen. Also ich kann auch mit dem Heli gut Unterstützung geben, habe ich das letzte Mal auch, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Also die Inmates ist insgesamt egal. Also das Inmate kenne ich fast auswendig, das habe ich bestimmt schon dreimal oder so gemacht. Aber mir ist es eigentlich egal. Okay, dann machen wir das so. Ich fliege das Flugzeug, der Sepp macht die Unterstützung per Heli und der Daniel geht mit dem David rein in Sprint. Daniel ist dann der Wächter. Genau. Ja, das können wir machen. Der Nachtwächter. Aber das gibt mir jetzt hier nicht. Wow, keine Ahnung. Markus lässt immer laufen. Ja, für die Leute, die sich's unbedingt angucken wollen, ne? Ja, die können ja muten und zuhören. Oder uns zuhören, weil wir planen's ja wirklich. Das sind nur Marionetten im Spiel. Ja, für dich vor allen Dingen, du Arsch. Der haut jetzt ab. Easy. Easy. So, erstmal Anteil fair machen. Stimmt schon fast. Nein, nicht ganz. So, das passt. Das ist eigentlich ganz fair. Okay. So. Nehme ich mal an. So, Häftling. Nein, also ich bin Pilot. Das ist der Wärter. Das ist der Häftling und so passt es. Ey, ich will Sprengmeister sein. Bum, bum. So, sollte passen.